Willkommen zum Wiener Börseplausch. Heute ist Donnerstag, der 27. Oktober 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Ich danke der Recherchegruppe für diesen Podcast und kündige eine Sonderfolge für die kommenden Tage an. Heute geht es natürlich im Wiener Börseplausch wieder um Market and Me. Here's Market and Me, Podcasting for Equity. Freebies for Community. Ja, die Börse als Modethema und die Oktoberfolgen des Wiener Börseplausch sind präsentiert von Wienerberger und der VAS AG. Und ja, Modethema, wir sind momentan im Plus dieser Tage und der ATX-DR ist jetzt bei 6.059 Punkten, als ich das hier einspreche. Es ist nur noch ein kleines Plus, sehe ich gerade, von 0,29%. Das war heute schon fetter. Internationale Vorgaben am Feiertag gestern, an unserem Feiertag, am Nationalfeiertag, war natürlich nirgendwo sonst frei. Und dort ist es eigentlich weltweit recht gut gegangen. Wir nehmen da heute ein bisschen wenig Schwung mit jetzt sogar, aber immerhin, wir sind im Plus. Gewinner, als ich jetzt hier reinschaue, um, wie gesagt, 12.38 Uhr ist FACC mit 5,7%, Semperit mit 5,5%, hier mit so gute Serie, Balfinger mit plus 3,8%, da komme ich noch dazu, Verliererseite die AT&S mit minus 3,3%, die Addiko Bank mit minus 1,1% und die Andritz mit minus 0,88%. Der 87. Oktober 2008, also heute vor 14 Jahren, war ein fürchterlicher Tag. Es war der drittschlechteste Tag, den der ATX je gesehen hat. Es ist damals um 9,7% nach dem Nationalfeiertag nach unten gegangen. Und das war eigentlich bis vor 2 Jahren der schlechteste Tag überhaupt. Nur in der Pandemiezeit zu Beginn ist es einmal um 13,6% und einmal um 10,4% runtergegangen. Das war im März 2020. Ja, heute, 5 Jahre ist es her, dass die BAWAG in den ATX gekommen ist, also eigentlich gleich sofort nach dem IPO. Die RHI ist damals mit dem Merger sowieso gerade am Abgang gewesen und ist deswegen auch ausgeschieden. Also BAWAG jetzt heute 5 Jahre im ATX, zählt zu den besten Bankaktien weltweit in diesem Zeitraum. Recherchegruppe habe ich mich bedankt in der Einleitung. Und ja, das habe ich ja gesagt, man kann sich bei mir melden, ich stelle dann Fragen und man kann on oder off records dann eine Antwort geben, wie man will. Und da haben sich 47 Leute gemeldet, danke dafür, ich habe natürlich noch Luft, wir haben einen Mailverteiler. Und die erste Frage, die war, welches österreichische Unternehmen hättet ihr gerne an der Börse? Und da gab es ganz, ganz viel Feedback, nämlich so viel, dass ich da jetzt eine Sonderfolge irgendwann in den nächsten Tagen aufnehmen werde, weil das bringe ich jetzt alles nicht unter. Und der liebe Wolfgang Matejka hat auch geantwortet und seine Antwort, die kann ich dann on records nehmen. Gut, ein Riesenthema dieser Tage ist der DAX und Linde, weil dort gibt es eine, ich finde das Wort lächerlich, eine Kappungsgrenze von 10%, also kein Titel darf mehr als 10% haben. Und weil die Linde gut performt und muss sie immer wieder runterverkauft werden auf diese Kappungsgrenze von 10%. Und das nervt die Institutionellen und das ist natürlich kein gutes Zeichen für einen Finanzplatz, weil die sind auch natürlich in Amerika gelistet nach der Brexit-Übernahme vor 4 Jahren und jetzt wollen sie weg aus Deutschland. Bei uns ist diese hässliche Kappungsgrenze bei 20% und es sind eigentlich vor allem die Erste Group und die OMV, die da immer wieder betroffen waren in der Vergangenheit. Ja, wenn die Aktien steigen, dann müssen sie künstlich wieder zurückgestutzt werden auf die 20%, weil sie eben mehr Gewicht haben. Verbund ist schon langsam auch in dieser Region. Auf der anderen Seite, wenn sie dann wieder unter diese 20% gefallen sind durch Preiseffekte, dann kann auch der sogenannte Repräsentationsfaktor, der die da künstlich stutzt, nehmen wir Free Float Faktor, der zweite Faktor, kann auch wieder nach oben genommen werden. Also ist nicht alles negativ, sondern ja, je nachdem, wie die Aktie halt gerade performt hat. Aber gerade beim Verbund haben wir gesehen, dass der ESG-Fonds, weil er so gestiegen ist vor 2 Jahren, dann markant zurückgestutzt worden ist und auch in der Aktie mächtig kassiert hat. Warum der Verbund heuer in der Aktie hier und da erratische Tage nach unten hat, ist der Politik zu verdanken. Gut, wir schauen ins Aktienturnier. Das 13. Aktienturnier hat heute und morgen Finale. Es war gestern Feiertag und deswegen zählt die Performance von Dienstagsschlusskurs bis morgen Freitagsschlusskurs. Und ins Finale gekommen sind 2 ehemalige Sieger. Das war klar, weil im Semifinale 4 ehemalige Sieger waren. Und die beiden, die im Finale sind, sind die Meyer-Mellenhof und die VRG.
Die Maya Mellenhof hat in der Runde 1 auf Freilos gehabt, dann in der Runde 2 Pira Mobility, in Runde 3 Valneva und im Semifinale Do & Co. geschlagen. Die VRG hat sich durchgesetzt gegen AT&S, FACC, RBI und im Semifinale gegen Palfinger, den einzigen zweimal Sieger, der den Pokal gewinnen hätte können in diesem Turnier. Aber die VRG und Maya Mellenhof sind jetzt beide ca. 1,5% im Plus. Ein Viertel ist vorbei. Wie gesagt, heute ein halber Tag und dann noch eineinhalb Tage bis morgen Schluss. Dann wissen wir, wer dieses 13. Aktienturnier gewonnen hat. Auf der News-Seite haben wir heute sehr starke Zahlen von der AMAG. Die haben 46,6% Umsatzplus in den ersten drei Quartalen ausweisen können, sind damit deutlich über die Milliarde gekommen mit 1,353. Und ja, man rechnet mit einem EBITDA von 230 bis 250 Millionen Euro für das Gesamtjahr. Und damit ist das bisherige untere Ende vom EBITDA-Ausblick positiv angepasst worden. Und ja, man hat vorher gesagt 220 bis 250 und jede gute Nachricht ist momentan eine besonders gute Nachricht und deswegen ist auch heute die AMAG am Vormittag um 3,5% im Plus. Telekom Austria ist ebenfalls im Plus mit 1,6%. Auch da gibt es einen guten Grund, weil S&P hat das Credit Rating der A1 Telekom Austria Group auf A- mit stabilem Ausblick heraufgestuft. Und das sind nur 4 europäische Telekommunikationsunternehmen mit einem Rating von A1, von A- betont A1. Das war jetzt eine Falle mit A1 und A- für mich zum Lesen. Aber gute Sache. Und wie gesagt, Telekom eine der größten Wetten von mir. Klammer Risikohinweis. Palfinger gibt auch noch eine Nachricht. Die bauen um und aus. Und im sächsischen Löbau entsteht derzeit die europäische Drehscheibe für Hubarbeitsbühnen. Da geht es um eine neue Produktionshalle, Büros, Testgelände, Servicestandort und ein 10.000 Quadratmeter großes Freigelände. Dort will man die Produkte präsentieren. Die Credit Suisse hat gemeldet, die ist eigentlich sonst ganz anders in den Medien momentan, und diesmal haben sie gemeldet, aber 5,93% der Stimmrechte an der Addiko Bank zu halten. Und vorher hat man da nichts davon gewusst, dass die da irgendwie beteiligt werden und insofern sehr überraschend und spannend. Und finally haben wir noch Research. Kempen besteht die neutrale Empfehlung für CMO, geben ein Kursziel von 31,5 auf 30 Euro retour. HSBC bestätigt Buy für die erste Group, erhöht das Kursziel von 46 auf 47 Euro. Und BNP Paribas Exane stuft die Voestalpine mit Outperform und Kursziel von 27,4 Euro ein. So, das war's für heute. Morgen gibt es dann die Antwort, steuerliche ETF-Frage von einem Hörer, wird von PricewaterhouseCoopers Johannes Edelbacher beantwortet. Tschüss und Baba.